Hi, ich bin Jan David von HelloHQ und ich zeige euch heute, wie der neue Rechnungslauf im neuen HelloHQ 2.0 Finanzprozess funktioniert. Gucken wir doch einmal gemeinsam ins System. Wir sind hier im neuen Rechnungslaufmodul. Und das Modul haben wir leicht überarbeitet, um den Prozess noch ein bisschen zu verbessern und für euch transparenter zu gestalten. Wir haben jetzt hier oben drei Schritte, durch die ihr gehen könnt: Planung, Prüfung und Versand eurer Planumsätze. Grundsätzlich werden euch die Plansätze aus dem Zeitbereich angezeigt, den ihr hier seht, und ihr habt hier auch eine einfache Einstellung, um den Zeitfilter easy schnell zu switchen. Was ihr hier mal seht, ist der nächste anstehende Planumsatz aus einer Reihe. Also wenn ich zum Beispiel einen monatlichen Planumsatz habe, der über 12 Monate geht, wird immer jeweils der nächste angezeigt, den ihr abrechnen wollt. Das macht das ein bisschen einfacher für euch im Klicken, damit ihr nicht so viele Sachen hier auf einen Schlag habt. Wenn ich die abrechnen möchte, kann ich mir hier einfach die Planumsätze angucken, die hier liegen, sehe Beschreibungen, Projekte und so weiter und kann mir alle Details einmal angucken. Wenn ich sie dann abrechnen möchte, kann ich sie einzeln anklicken oder alle selektieren und hier oben den ersten Schritt in den Prozess gehen, indem ich Rechnungen daraus erstelle. Wenn ich das mache, kommt ein Fenster, das bestätige ich, und dann verschwinden die hier entsprechend und werden in den nächsten Status, nämlich der Prüfung, gesetzt. Wenn ihr jetzt aus den Planumsätzen Rechnung gemacht habt, springt ihr in Step 2 die Prüfung. Hier sehen wir jetzt wirklich Entwurfsbelege zu den drei Planumsätzen, die ihr gerade erstellt habt. Wenn ich hier rüber scroll, sehe ich zum einen, wer ist Empfänger und wer ist zum Beispiel ein BCC oder CC, und kann schon mal checken, hat auch jede Rechnung eine Empfänger-E-Mail-Adresse. Wenn hier zum Beispiel kein Empfänger wäre, hätte ich hier auch eine Warnung, die steht, okay, kein Empfänger spezifiziert, in Rot. Ich kann mir meinen Beleg hier auch schon mal angucken über die Vorschau und gucken, passt der Beleg, alles in Ordnung, kann ihn checken. Wenn ich gecheckt habe, ob alles in Ordnung ist, kann ich dann meine Belege einzeln oder alle auf einen Schlag anklicken und kann sagen, ich möchte jetzt Rechnungsnummern generieren, also die ganzen in den Status versendet setzen. Dazu klicke ich auf diesen Button und dann bestätige ich das Ganze. In dem Moment werden die umgearbeitet, verschwinden aus dem Punkt Prüfung und landen im Punkt Versenden. Sehe jetzt hier meine drei Belege, nebst anderen Belegen, die noch nicht versendet wurden im System, aber gegebenenfalls schon eine Nummer haben, und kann sie jetzt entsprechend anklicken und kann sie, wenn ich möchte, jetzt über diesen Button dann auch aus dem System versenden und sie werden an den Kunden verschickt. So habt ihr volle Kontrolle über das Versenden eurer Planumsätze und könnt ganz einfach und schnell viele Rechnungen erzeugen und rausschicken. Auch da hoffen wir, dass für euch die Arbeit noch schneller und einfacher wird, ihr Spaß mit dem neuen Finanzprozess habt und freuen uns auf euer Feedback. Macht's gut!